an die Smartest Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und zu etwas ganz, ganz Besonderem. Zu einer ganz, ganz wichtigen Ankündigung, worüber wir heute sprechen möchten. Es ist gerade 2.29 Uhr. Ich wollte mich vor einer Viertelstunde hinlegen, schlafen, ein bisschen das Äuglein zumachen und so weiter und so fort. Hab nochmal Twitter gecheckt, gibt's was Neues? Ja, es gibt was Neues. Food Birthday ist coming. Und zwar nicht am 31.03., so wie es gefühlt alle vermutet haben, sondern schon diesen Freitag. Dazu kann man natürlich sagen, nochmal kurzes Fragezeichen und Ausrufezeichen, aber eigentlich müsste es feststehen. Wieso, weshalb, warum? Wir gehen direkt mal erstmal in FIFA rein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich hoffe natürlich, ihr habt den Tag gut gestartet. Esst lecker Cornflakes, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und dann kann der Tag noch richtig gut verlaufen. Aber, Jungs, es ist ganz, ganz wichtig, ich blende euch jetzt hier das Bild ein. Es wurde im Quellcode von FIFA 18 6 neue Packs gefunden und das sind absolut kranke Packs. Wir finden einmal Rare Gold Player. Das bedeutet, wir hatten einen garantierten seltenen Goldspieler, den man drin hat, als SPC. Also ich denke mal, diese Packs werden vielleicht sogar als SPCs kommen. Wir haben das 82er bis 85er Rated Pack. Da hat man die Chance sozusagen, wenn man jetzt eine SPC abgeben kann, einen 82er oder, bis 85er Rated Spieler zu bekommen. Natürlich kann es auch sein, dass die ganze Sache komplett anders verläuft, dass man sagt, das sind ganz normale Lightning Rounds und da hat man dann die Möglichkeit, die Packs zu ziehen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass diese ganze Sache als SBC kommt. Des Weiteren hat man 84er bis 87er garantierten Spieler im Pack. Auch das eine neue SBC. Weitermachen wir mit Pack 827 im Quellcode. Das ist 86er bis 89er gerateten Spieler im Pack. Also, ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr eine SBC wahrscheinlich abgibt oder ein Team mit einer, meinetwegen, Gesamtbewertung von 84, 85, dass ihr einen 86er bis 89er im Team habt. Keine Ahnung, wie das EA machen möchte. Vielleicht wollen sie Infos sehen und so weiter und so fort. Ich kann es mir sogar sehr, sehr gut vorstellen. Denn wir gehen zum nächsten Pack. Es wird ein Team of the Week Pack geben. Als SBC von Team of the Week 1 bis Team of the Week 26. Das bedeutet, jeder einzelne Inform, der jemals bis jetzt in FIFA 18 erschienen ist, wird als SBC zu ziehen sein. Das bedeutet, ich denke mal, man braucht ein 83er oder 84er Gesamtrating plus einen Inform oder sogar zwei Informs. Das kann auf jeden Fall eine gute Möglichkeit sein. Und das letzte Pack ist wahrscheinlich das heftigste Pack, was es wahrscheinlich jemals in FIFA gab, und zwar einen Base Icon Player. Ob das als SBC kommt, ob man dafür vielleicht 10 SBCs während des Food Birthdays abschließen muss, um dann so ein Pack zu bekommen, das weiß natürlich keiner. Man kann es natürlich davon ausgehen, wenn es als SBC kommt, wird es unfassbar teuer werden. Man kann sozusagen in diesem Pack die Baby-Icon ziehen von jedem einzelnen Spieler. Bedeutet Baby Kluivert, Baby Crespo, Baby Vieira, Baby Ronaldo, Baby Pelé, Baby Rüllet und so weiter und so fort. Ob das als SBC kommt, das weiß natürlich keiner. Aber es steht fest, Food Birthday wird starten und zwar diesen Freitag und Jungs, ich bin absolut gehypt und ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt noch um diese Uhrzeit mich hier hinsetze und ein Video für euch rausballer. Wir möchten ganz kurz reingehen, wir haben heute im Livestream, übrigens Twitch nicht zu vergessen, könnt ihr mir sehr, sehr gerne folgen, wenn ihr die Livestreams sehen wollt, wir haben unfassbar viel investiert, auch für den Player of the Month. Dazu wird es morgen noch ein Video geben und heute Abend müsste es noch eine Teambewertungsfolge geben. Aber wir haben so viele Spieler eingekauft, dass ich mir relativ unsicher bin, was machen wir denn jetzt insgesamt? Wie verhält sich der Markt? Ich muss euch echt sagen, ich bin mit dieser Situation gerade etwas überfordert. Meine Tipps sind eigentlich 83er, 82er in diese vielleicht zu investieren, die sind aber auch schon wieder teurer, weil jetzt einfach gerade diese anderen SBCs draußen sind mit den PDG-Spielern, ja, das ist vielleicht eine Möglichkeit. Des Weiteren, was eine gute Möglichkeit vielleicht wäre, sich nochmal anzugucken, wie viel kosten denn die 81er bzw. 82er Informs. Ja, auch das wäre vielleicht eine Möglichkeit zu investieren, dass die vielleicht in irgendeiner Art und Weise extrem hochgehen. Dagegen spricht natürlich auch, dass es ja dieses Team of the Week Pack von Team of the Week 1 bis Team of the Week 26 gibt. Das bedeutet, es werden unfassbar viele Packs gezogen, weil jeder will vielleicht einen Ronaldo als Stürmer, einen Bale als Stürmer, einen 95er Neymar oder sonst wen drinne ziehen. Deswegen werden sehr, sehr viele 81er und 82er gezogen, werden jetzt aber so viele 81er und 82er gezogen, wie abgegeben werden. Das ist immer die Frage, ob sich dahingehend überhaupt was am Preis ändert. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich weiß es halt nicht. Ich kann gerade mit dieser Situation, die gerade so aufgetaucht ist, nicht wirklich viel anfangen, weil
Das Problem an der ganzen Sache ist wirklich, wie verhält sich der Markt in FIFA 18? Und wir wissen alle, der Markt verhält sich unfassbar komisch im Gegensatz zu den anderen Jahren. Wir können mal reingehen, einfach mal, ob es Panikverkäufe gibt. Jungs, das könnt ihr auf jeden Fall machen, wenn Food Birthday kommt, wenn solche Packs kommen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die Preise natürlich oben gehalten werden, ja, durch die verschiedenen SBCs, die es jetzt einfach gibt. Wenn man 88er ziehen kann, 87er ziehen kann mit ein bisschen Glück und so weiter und so fort. Aber ihr könnt trotzdem noch auf Panikverkäufe hoffen, ja. Panikverkäufe auch in Sachen der Scream-Karten. Ihr wisst genau, ich habe ja ein Video dazu gemacht, dass er zum Food Birthday, wenn er am 31.03. kommt, so wie es eigentlich schon jedes Jahr war, dass die Scream-Boosts dahingehend aktiviert sind, dadurch die Karten noch mehr steigen. Jetzt gehen wir einfach mal rein und gucken. Ne? Kovacic lag vorhin bei knapp 58.000 Münzen. Und jetzt seht ihr schon, die Panikverkäufe finden langsam statt. Ihr könnt natürlich die Möglichkeit nutzen, um eure Kovacics, Sturridge oder sonst wie nochmal für richtig, richtig gutes Geld billig zu kaufen. Das wäre eine gute Möglichkeit, um langfristig dann zu sagen, hier, wie sieht's denn aus? Ich brauche die ganzen Spieler sozusagen erst zum 31.03. zum nächsten Scream Boost und dann kann ich die verkaufen. Langfristige Investition. Wir können mal reingehen, wie sieht's denn mit den Team of the Group Stage Spielern aus? Denn auch da wollte ich eigentlich noch ein Video machen, denn die gehen nämlich nach oben zwecks dem Team of the Group Stage Knockout Tournament, Team of the Knockout, schieß mich tot, wie das Ganze heißt. Und die waren halt schon mittlerweile bei knapp 20k. Da kann es natürlich auch sein, dass diese Spieler, wenn andere Spieler sehen, ah, ich muss diese SBC unbedingt machen, ah, da liegt noch ein Team of the Group Stage Spieler rum, den verkaufen wir einfach mal, dass dahingehend auch in irgendeiner Art und Weise Panikverkäufe stattfinden. Ihr seht, 19.000 ist mittlerweile der billigste Kanal. Ich habe meine ganzen Team of the Group Stage Karten für 11.000 Münzen gekauft, auch wenn es jetzt für jeden nur einer war, aber das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dass das passieren kann. 83er, 84er können extrem nach oben steigen, wenn jetzt wir wissen, wie sehen die Anforderungen überhaupt aus, wenn man eine garantierte Icon bekommt, wenn man 89er rated bekommt, wie sieht es aus mit dem Team of the Week Pack und so weiter und so fort. Das ist halt extrem kompliziert, gerade die aktuelle Situation, wie man damit umgehen könnte. Was aber zu sagen ist, vielleicht haut EA wieder wie letztes Jahr diese Premium SBCs raus und das bedeutet natürlich, dass verschiedene Informs, wie zum Beispiel jetzt Checo, wir haben Mandanda gerade als Second Inform natürlich auch in den Packs, dass diese Spieler vielleicht auch extrem nach oben gehen. Gehen wir einfach mal rein und gucken, wie viel kostet denn Steve Mandanda, ja, der 86er Inform gerade. Ich weiß nicht, ob der schon unter 30k gefallen ist, ob es überhaupt einen 86er für diesen Preis gibt, aber es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass diese Spieler extrem ansteigen, also 86er Informs, 85er Informs, die eben sehr, sehr gerne gebraucht werden, 87er Informs, 88er Informs, diese Spieler sind ja auch letztes Jahr, wo man diese Premium SBCs abgeben musste, extrem in die Höhe geschossen. Also da, wenn ihr das Video jetzt seht, wenn ihr das Risiko eingehen möchtet, könnt ihr auf jeden Fall da vielleicht nochmal ein Stück weit investieren. Dazu muss man aber trotzdem immer wieder sagen, ich hoffe, ihr habt es jetzt hier hingeguckt, dass diese Packs, die ich euch gezeigt habe, dass das aber auch verschiedene Rewards sein können. Ja, dass ihr sozusagen sagt, oder dass EA sozusagen 7 oder 8 oder 9 meinetwegen SBCs raushaut zum Food Birthday, dass ihr die abschließen müsst und je mehr ihr abgeschlossen habt, desto so ein besseres Pack könnt ihr sozusagen bekommen. Ja, also das kann natürlich auch die Möglichkeit sein. Also seid da immer auf der Hut, guckt da wirklich nach, was jetzt wirklich beim Food Birthday kommt, das weiß keiner. Es gibt nur Spekulationen, diese 6 Packs, die ich euch gezeigt habe, wurden definitiv im Quellcode gefunden. Diese Packs werden definitiv kommen, ob diese Packs als SBC kommen, als Rewards vielleicht, dass wir verschiedene SBCs zum Food Birthday abgeschlossen haben. Das weiß keiner. Ich finde natürlich so eine Base-Icon oder so ein Baby-Icon, boah, ja Jungs, also das als Reward, wenn man 7 Challenges zum Beispiel gemacht hat, ist schon übel. Ja, aber man weiß es halt nicht. Man weiß nicht, bringt EA wieder ein Food Birthday Team, bringt EA wieder Premium-SBC-Spieler und so weiter und so fort. Ich wollte euch einfach auf dem Laufenden halten, meine Gedanken mit euch einfach teilen, nachdem ich das innerhalb von 20 Minuten jetzt hier erfahren habe und einfach mal einfach das rausspreche oder aussage, was ich persönlich denke. Ob es so kommt, das kann ich euch nicht sagen. Deswegen bei diesem Video ganz wichtig, hört auf euch selber, sagt euch einfach, wie viel Coins habe ich übrig, möchte ich dieses Risiko überhaupt eingehen? Und wenn ja, in welche Spieler? Ich habe euch ein paar genannt, das kann eine gute Möglichkeit sein. Ihr könnt damit extrem viel Gewinn fahren, ihr könnt aber auch extrem viel Verlust fahren, ja, falls solche Sachen eben nicht kommen.
Müssen wir alles sehen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf den Food Birthday, denn ihr wisst genau, Twitch, Freitag ab 3 Uhr, 12-Stunden-Stream. Und was ist besser bei einem 12-Stunden-Stream als so ein neues Event? Ich bin mega heiß. Malle Party natürlich auch vorprogrammiert auf oder ab um 11. Ich bin raus. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Immer smart und sexy bleiben. Euer Chris und ciao.